zu einer neuen Session von Alan Wake. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben bei der zweiten Episode, die führen wir jetzt direkt fort. Also viel Spaß bei den nächsten Folgen, Leute. Und mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Deswegen nehme ich gerade so viel hintereinander auf, weil ja, ich habe einfach Bock, das Spiel zu spielen. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Hab gerade noch für mich den Sound lauter gemacht. Nur ein bisschen leiser eingestellt. Ja. Hier lang müssen wir. Auf zu Barry. Wir haben es ja fast geschafft. Ja, das sind normale Raben. Die zumindest haben keine Angst vor dem Licht. Und ich verhalten sich auch Barry ganz normal. Aber wenigstens war ich aus dem Wald. Mhm. Den Kettensägenmann haben wir auch hinter uns. Der wäre auch ein bisschen gefährlich, aber nicht so gefährlich, wie ich dachte. Ja, schauen wir uns mal hier weiter um. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Ah, okay, wir können Auto fahren. Aber erstmal müssen wir die Schlüssel finden. Kann mir schon denken, wo die sind. Wahrscheinlich in der Hütte. Ich meine, ein Auto ist halt einfach sicherer, ne? Was haben wir denn hier für eine Seite? Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Sehr seltsamer FBI-Agent, dem wir da begegnen werden. Gucken wir uns mal auf der Toilette um. Aber hier ist erstmal nichts. Hier auch nichts. Ja, das ist der Garagenschlüssel. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen. Aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Na, das werden wir nicht zulassen. Alice wird nicht... Ach Gott. Kommt der? Der war doch eben da nicht drin. Wie kann er... Ne, die Tür war abgeschlossen. Stimmt. Da konnte man nicht reingehen. Ah, ich verstehe. Na ja, gut, dann ist das noch in Ordnung. Gucken wir uns noch die Damentoilette an. Wir sind zwar kein schwerer Nöter, aber... Jagdgewehrmunition immer mit. Ach, das ist eine Dusche, okay. Ich wollte gerade sagen, was wollen denn Frauen damit? Haben wir sonst hier noch irgendwas? Vermutlich nicht, ne? Ja, da müssen wir wahrscheinlich rausfahren. Alles klar, dann holen wir jetzt das Auto. Mit dem Auto werden wir überleben, weiß man. Wollen wir hier schon als Sammler angucken? Anscheinend und hier war nichts. Nee. Gut, dann können wir ins Auto gehen. Steigen Sie in das Fahrzeug ein. Fahren. Beschleunigen. Ah, okay. Komm, ich überfahr dich. Können wir auch aussteigen, alles klar. Wir wollen uns ja umsehen hier. Wir wollen ja Dinge mitnehmen.
nichts verpassen. Ich weiß, normalerweise sollte man nicht unbedingt aussteigen, aber man weiß ja nie. Komm. Ah, dich habe ich. Nö, ich kann nicht rückwärts fahren. Ich kann nur bremsen, alles klar. Nö, rückwärts fahren kann ich nicht. Aber ich kann ja so rückwärts fahren, ich will den noch mitnehmen. Denn er soll ja keinen anderen Unschuldigen verletzen. Deswegen nehmen wir ihn mit, und weil ich ihn nicht mag. Ja, dass man hier nicht rückwärts fahren kann, finde ich schon seltsam. Doch, kann man, aber da muss ich noch den... Oh, okay, warum hat er das eben nicht gemacht? Keine Ahnung. Naja, jetzt geht's ja. So die Frage. Muss man aber lange warten, bis er anfängt rückwärts zu fahren. Kommen hier unendlich viele Gegner oder kann man hier auch mal so aussteigen? Das würde mich nämlich interessieren. Dann würde ich mich gerne mal umgucken. Weil man darf sich ja mal wohl umschauen, oder? Man weiß ja nie, was man findet. Aber anscheinend nichts. Okay. Hier kann man auch nicht lang. Was mit der Sicht los ist, weiß ich gerade auch nicht. Wirkt irgendwie gerade sehr seltsam. Fahren wir einfach weiter. Komm, du wolltest doch überfahren werden. Sag mir nicht, dass das nicht so wäre. Ich tue dir doch einen Gefallen damit, indem ich dich erlöse von deinem Schattendasein. Frage ist halt, ob hier etwas ist, ne? Hier sind wir auf jeden Fall sicher. Hier sieht so aus, als könnten wir mal kurz hier aussteigen und uns umschauen. Aber man sollte sich nicht nie allzu sicher sein, dass da was ist. Hm. Ja, das ist eine Tagebuchseite oder Manuskriptseite. Wegs Verzweiflung. Es war ganz unmissverständlich. Cauldron Lake, da waren Alice und ich gewesen. Doch dort gab es weder Hütte noch Insel. Mir fehlte eine ganze Woche. Was war mir passiert? Was war Alice passiert? Ich musste sie finden. Ein Leben ohne sie war undenkbar. Ich kann verstehen, was er durchmacht. Ich würde genauso fühlen, wenn einer gewissen Person etwas passieren würde, die mir sehr wichtig ist. Also von daher retten wir Alice natürlich. Komm. Leave us alone. Muss ich gegen jeden kämpfen. Komm, Ellen. Bisschen schneller hier, sie sind hinter uns. Unser Auto ist schon ein bisschen beschädigt, aber... Das macht die paar Meter noch. Ah, sind wir schon da. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Ach, das ist noch gar nicht das Ziel. Okay. Hier ist ja der gute Dingens gestorben. Glaube ich. Muss ich jetzt hier zu Fuß weitergehen? Ja. Sieht ganz danach aus. Was für ein Zufall. Was war das?
Aber hier oben war ich ja schon, oder? Hier wird nicht nur was versteckt sein. Nehme ich an. Nö. Was war das für ein Geräusch? Sehr, 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 sehr unheimlich. Hat sich nach einem Tier angehört, oder? Ja. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Ist mir klar, dass das die bestmögliche ist. Das ist ein One-Hit-Wonder gegen normalsterbliche Gegner. Hä? Ich bin doch... Hä? Manchmal macht er nicht das, was ich will. Ihr mit euren unendlichen Äxten, die ihr werfen könnt. Oh, ich dachte, ich hätte dich schon vorher besiegt. Das warst dann du. Aber die will ich ja noch nicht verschwenden. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich die direkt wieder verlieren werde, Parma. Ach komm. Einmal kann man die auch einsetzen. So oft benutzen wir die ja eh nicht. Also warum auch nicht? Barry, bist du hier? Barry. Ne, das war gar nicht unsere Hütte. Das war sie nicht. Die Hütte war ja ein zweiter. Komm, Ellen. Über das kleine Türchen oder über den kleinen Zaun kommst du nicht drüber oder was? Mann, Mann, Mann. Einmal mit Kletterern. Oder Profis oder wie auch immer. Schön, dass die Lampe jetzt angeht. Es war der Entführer. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapieren. Ja, ja, ich verstehe. Alles klar, schreib doch einfach, wie du ihn vernichtest. Dann ist doch alles geregelt. Hier war auch nichts mehr. Ach ja, hier hatte ich ja das Licht ausgemacht, um... ja. Diejenigen, die da ankommen, werden die Sicherheit zu nehmen. Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe. Ich bin halt ein bisschen gemein manchmal. Aber... Ich glaube nicht, dass wir... Oh Gott. Das ist ja wirklich die Vögel. Uns fehlen noch 3 Seiten. Gut, eine Seite kriegen wir nicht, weil die ist, glaube ich, nur im harten Modus, also am höchsten Schwierigkeitsgrad zu holen. Ja, Albtraum. Und die anderen 2 haben wir halt nicht. Aber da haben wir mehr als in der ersten Episode. Weil da fehlt uns... 1, 2... Ne, da fehlen uns auch nur 2. 3 konnten wir nicht holen. Alles klar. 2 Seiten ist in Ordnung. Wir müssen ja nicht unbedingt jede schaffen. Ja, das sieht hart nach Vögeln aus. Ich glaube, hier brauchen wir die auch, wenn die mal angreifen. Barry vor den Vögeln retten. Ja, dann machen wir doch mal auf.